Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Steffi, ich bin dein Vater. Und natürlich freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. So, ja, gestern das Video würde ich am liebsten löschen. Nein, kann ich nicht. Es war ein katastrophaler Tag für Steffi. Zweimal gestorben und Auto geklaut. Ich habe es ja gelesen in den Kommentaren. Das fanden wir da total viele Leute lustig. Ich im Endeffekt ja auch, ne? Wollen wir mal ehrlich sein, ne? Also, blöd ist nur, dass wir jetzt kein Kraftfahrzeug mehr haben. Und das Ziel wäre jetzt natürlich, ein Auto zu finden, was aber auch nicht so leicht ist. Denn ich habe keinen blassen Schimmer, wie viele Autos noch gibt, ne? Gut, dass wir vorher unseren Trecker verschenkt haben. Okay, macht aber nichts. So, ein Kommentar wollte ich, bevor ich die Top-Kommentare abarbeite, erstmal abarbeiten. Und zwar das von Stinger Gear. Er hat geschrieben, Survival Game mit harmlosen Mechs ist wie Battlefield mit Wattebäuschen. Dann nimmst du die Spannung und Reiz aus dem Spiel, meiner Meinung. Hau rein. Stinger, ich habe ja nicht gesagt, dass ich die Mechs dazu zu R2D2s machen will, ne? Die sollen die schon mit 2-3 Treffer töten können, aber nicht mit Instant-Tod. Wenn ich einen Mech begegne, der mich sieht und auf mich zuläuft und ich nicht schnell genug in Deckung komme, bin ich zu 100% tot. Und das finde ich ein bisschen heftig, ne? Ich meine, mindestens 50% Überlebenschance. Das wäre doch was, ne? Das wäre doch was Feines. Gut, aber wie gesagt, da rede ich mit den Admins drüber. Vielleicht wird das eh nichts mit den Schwächer machen. Gut, kommen wir zu den Top-Kommentaren des Tages. Bam, das Nummer 1 ist von Das Devil Kitty. Den habe ich verdammt oft in den Top-Kommentaren, ne? Top-Leistung, einmal eine Auflistung für die letzten 2 Tage. Da ist ein blauer Strich wegen UPS, oder? Sehe ich gar nicht. Es wurde von Steffi verbummelt. 2x MP5. Ein Compound, ein Polizeiwagen. Also, da noch Lust auf das Spiel zu haben, bedarf eine Menge Humor. Ja, den habe ich. Das zweite ist von Keimer. Er schreibt, oh je, der Titel. Ja, der oh je, der Titel der letzten Folge, der hat ja eigentlich schon eine Menge gespoilert, ne? Okay, heute werde ich etwas hochmotivierter sein. Außerdem gefällt mir der Look von Steffi momentan sehr, muss ich sagen. Gut, fortsetzen. Und abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Mit den Abonnenten, das klappt gerade ganz gut. Ich bin sehr zufrieden. Die Aufrufe werden ein bisschen weniger, aber dafür in anderen Videos wieder mehr. Und ach, es gleicht sich gerade so auf YouTube aus. Ne? Man muss ja immer ein bisschen zufrieden sein. Man setzt sich ja immer selber sehr unter Druck. Wo ich gerade den Synchroncheck gemacht habe, war hier noch stockfinster und Nacht. Wir haben bestimmt einen Admin da, ne? Wir haben außerdem letzte Folge einen Kürbis gebaut. Ich möchte sehr gerne noch einen bauen. Ich werde auch noch mal ins Lager, wollte ich ja sagen, in die Stadt spazieren gehen und ein paar Zombies looten. Mich irritiert gerade die Uhrzeit. Schauen wir mal auf die Tic-Tac. Ne, es passt aber, weil ich musste noch ein Video fertig machen vorher. Okay, wir gehen doch mal in die Ortschaft rein. War so mein Plan. Ja, wir können ja nur noch zu Fuß gehen. Juhu! Und schauen uns einmal kurz um. Aktuell ist bei mir 11.16 Uhr. Also es wird jetzt hell. Dabei sollte es eigentlich Nacht werden. Komisch. Very komisch. Habe ich schon komisch gesagt? Ja, ne? Es ist sehr komisch. Also das ist ein Dankeschön für euren ganz, ganz vielen Kommentare, die ich da gestern bekommen habe. Manchmal sogar Beileid, ne? Mitleid. Das war echt schlimm. Ich habe ganz schön gelitten. So, und ja, habe ich schon erwähnt, dass mein Auto verbummelt hat? Nein, das habe ich nicht verbummelt. Das wurde mir gefilzt. Es wurde eiskalt gefilzt. So, wir können ja schon mal grob nach einem Auto suchen. Also ich werde keins finden. Also ich glaube auch nicht, dass in irgendeiner Garage nochmal jetzt zufälligerweise ein Auto sein wird. Das wäre natürlich lustig. Und keiner mehr wird mir glauben, dass ich selber ein Auto gefunden habe, ne? Aber ihr seht, es gibt kein Auto. Wir noch mal kurz die Polizei abchecken. Dann hoffe ich, dass ein paar Zombies spawnen. Ich schreibe noch mal Huhu. So. Und springe durchs Fenster. Vielleicht finden wir noch was Feines. Ich habe hier ja tatsächlich gestern glücklicherweise eine MP5 gefunden. Das konnte ich gar nicht glauben. Ich habe einfach eine MP5 gefunden. Oh, guck mal, wie viele schon da sind. Sonntags ist natürlich ein bisschen besser Besuch, ne? Wir könnten auch mal wieder mal eine fette Igel nehmen, ne? Die haben wir schon lange nicht mehr genommen. Das ist, glaube ich, die mit den 50er Kaliber. Knüppel kann raus. M9 Suppressor. Ach gut, dann nehmen wir die mit. So. Das sind ja alle Sachen, die wir jetzt verloren haben, ne? Normalerweise müsste es länger sein, bis hier rein, ne? So, gut. Wollte ich irgendwas erzählen? Ich wollte irgendwas erzählen. Also meine neue Fritzbox ist da.
Das lag tatsächlich daran, ne? Meine Internetabbrüche ständig. Jetzt ist das Internet auch wieder ein bisschen schneller. Die hatte wohl schon länger einen Schaden weg. Also sehr, sehr komisch, was manchmal so passiert an Defekten. Ansonsten auf Instagram habe ich gestern wieder was gepostet. Irgendwie poste ich da immer nur Essen. Also ich habe ja auch einen 23 Spiele Instagram-Account. Da könnt ihr auch mal gerne reingucken. Ich poste da irgendwie immer nur Essen. Ich wüsste auch nicht, was ich sonst posten soll. Außer Bilder von mir ab und zu oder von meinen Kumpels auf der Arbeit. Ist auf jeden Fall lustig. So, gut. Was wollen wir denn heute insgesamt machen? Also, ich will auf jeden Fall erstmal was zusammensammeln. Hier finden wir heute richtig guten Scheiß. Und dann basteln wir uns die MP5-Fett zusammen. Was bist du? Ich sehe nur Schwatt. Den haben wir schon an, ne? Den haben wir nicht an. Aber das wird mir nicht passen, ey, ehrlich, weil dann verändert das Outfit so heftig. Also, ich finde das richtig gut, was wir jetzt anhaben. Der Pulli ist aber auch nötig, weil zwei Slots mehr. Wenn ich ihn jetzt auf dem Boden lege, wie sieht es dann da aus? Warte mal. Was habe ich denn jetzt gemacht? So, in Kampfhaltung. Dann kann man nämlich viel besser von vorne gucken. Manchmal geht das alles. So. Aber mir gefällt das eigentlich richtig gut. Aber da fehlen Slots, Mann. Da fehlen Slots. Das ist eine geile Ausrüstung, die sie jetzt anhat, ne? Der Graf. Und einen wunderschönen guten Morgen. Okay, wir haben die Polizei durchsucht. Das Licht scheint hier durch den Fenster, Lies. Haben wir hier jetzt schon? Nee. War nicht hier die MP5 gestern drin? Ich weiß es nicht mehr. So. Jetzt würde ich mich aber doch echt über einen Zombie-Line freuen. Man muss sie nur durchsuchen, um die Augen zu bekommen, wurde mir geschrieben. Und das, ich will wenigstens mal ein Auge finden. Jo. Oh, Jo 4. Warum auch immer. Das ist von der, so die Jugendsprache. Jo vor, Mann. So. Da sehe ich schon mal nichts drin. Ja, aber mein Glück finde ich ein Quad. Ne? Dann können wir, dann kann ich schon mal Kreuze vorproduzieren. Außenrum? Die Headset ist offen. Bietet zwei Granaten für Steffis Kopf. Oh nein! Was ist denn mit dir, du doofer Zombie? So, nur durchsuchen, nicht zerhacken. Was ich komisch finde. Und ab und zu springt mein Auge ab. Flair. Auch eine blaue. Ja, irgendwie kriege ich keine Augen. Also die sind scheinbar ultra selten, diese Äugleins, ne? Und Zacken brauchst du so ja rein technisch nicht. Dann auf zum Airfield. Ja, ich hab ja einfach nichts. Auf zum Airfield. Wir sind nicht weit weg vom Airfield, ne? Also wenn wir jetzt was Cooles finden, mit dem man sich verteidigen könnte. Und dann hier so ein Gärtchen. Ja. Öfters. Ich weiß das aber nicht genau. Schicken Sie das mal hin. Könnte sein. So. Ich will hier noch einen Kürbis haben. Dum 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 dum. Bin ich so oft immer an denselben Locations? C2. Naja, die Garage bringt mir jetzt nicht mehr viel, ne? Ohne Auto.
Okidoki. Ich will doch nur ein Auge finden. Das Problem ist, ich habe die ganze Munition, ne? Das ist das Problem. Für alle Waffen jetzt nicht parat. Nur Schrot habe ich. Ja, hier ist 9mm, müsste ich schnell bauen, aber da fehlt es mir ja wieder an allen. Auch im Auto. Verdammt. Will ich gar nichts haben. Nochmal der MP5. Der MP5, jetzt zu kämpfen, habe ich noch Angst. Dafür muss ich ein bisschen üben. Das ist jetzt wieder, ja, ich weiß nicht, ob es zurückgebracht wurde. Was denn? Ich glaube nicht, dass das zurückgebracht wurde. Also ich habe nichts geschrieben, nichts gesagt. War ja ein legitimer Klauer, ein Klauschwein, der es genommen hat. Na toll, jetzt finde ich hier eine Maschine, aber wir brauchen Bleiplatten. Bleiplatten bräuchten wir. Bleiplatten bräuchten wir. Nicht ein Regenmantel, nein, Blei. Auch nichts zu trinken. Toll. Wo war denn hier der schöne Garten? Oh, guck mal, ist auch so eine Maschine drin. Wie viel hat denn unser Koffer noch? 100, ey, das ist geil. Aber Blei! Es mangelt uns an Blei. Oh, jei. Findet man denn Blei im Autos? Ja, jetzt gar nicht verteidigen, das ist ja gemein. Ein BH? Oh, das ist auch mal was Feines. Den haben wir schon lange nicht mehr an. Ein ganz normaler Tittenhalter. So. Ich könnte mir vorstellen, dass man in Autos ja Batterien findet, die man dann aufknacken kann, ne? Gut. Entspannung. Entspannung, sie rennt wie am Spieß. Nein, man rennt nicht wie am Spieß. Warum sage ich das eigentlich immer? Wie von der Tarantel gebissen. So rennt man. Aber dann nicht mehr lange, oder? Ich gehe kaputt, wer kommt mit? Hä? Gib mir doch. Oh, guck mal, 50er. Haben wir sogar da. Können wir schon mal hier zwischenlagern. Zwar noch leer. Eine Waffe mit ordentlich Wumms. Wir haben einen normalen BH gefunden. Der ist gerade drin. Wo sind denn hier Autos? Da steht eins. Nochmal eine 50er. Da bleibt kein Platz mehr in der Tasche, ne? Das ist das Problem. Kippen. Oh ne, die sind ja auch alle weg. Meine ganzen guten Pfeile. Oh. Wie ärgerlich. Ich darf da reingucken, hier noch nicht. So. Oh. Gib mir ein bisschen Blei. Da kann ich 9mm Munition herstellen. Wer hat mich denn jetzt gehört? Ah, da kommen die. Ich bin jetzt so laut.
wir jetzt kein Auge finden. Dann weiß ich auch nicht mehr. Jetzt los. Achso, nein, nein, nein. Jawoll, ich hab ein Auge. Ich brauch 10 Stück, ne? Handwerk. 10 Augen brauchst du dafür, Alter. Wow, und ein Gummi. Das braucht man zum ersten Mal für irgendwas, ne? Das ist aber wirklich selten dann. So, ich würde jetzt am liebsten losmarschieren zum Airfield, um zu gucken. Aber das Problem ist, ich brauche Munition. Ich bräuchte auch eine Langwaffe, eine vernünftige. Mit einem Scope drauf. Aber das kriegst du hier im Dorf doch nicht. Ja, wo könnten wir jetzt hingehen dafür? Die MP5 hat ja auch noch keinen Scope drauf. Bringt ja alle nix. Nach Hause ist weit und dann zum Airfield latschen. Und da haben wir noch den doofen Bug, wenn ich eine Langwaffe rausnehme, oder? Bleibt mir nichts anderes übrig. Zu Fuß erlebt man die größten Abenteuer. So, check. Wir hetzen jetzt alle zum Airfield. Im Endeffekt renn ich hier draußen rum. Falsch. Also ich würde jetzt noch ein paar Sachen weglegen. Ich weiß nicht, wo ich die MP5 Magazine alle gebunkert habe. Ich habe es eigentlich komplett vergessen. Und ich glaube, die waren im Auto in den anderen Rucksack, oder? Naja, ist immer eine Backup-Waffe. Ich hab da schon einen klitzekleinen Plan parat. Ist denn hört? Ich laufe öfter nach oben. Ja, aber ist auch in Ordnung. Also mir ist wichtig, also wir wollten ja ein Waffensetting für Steffi verpassen, Langwaffe für Distanzen, Kurzwaffe für Kampf, ne? Also für Nahkampf. Und wichtig wäre halt viel Munition auch, ne? Wenn er dann stirbt, ist er ja weg. Mir fehlt mein Auto, mir fehlt sehr. Das ist auf die Mauer, man sieht es doch sogar, man muss sich sogar einlaufen, ne? Aussehen vom Wachturm aus, ne? Wenn mich jetzt einer beobachtet. Mann, mit dem Rennen ist echt doof, weil der sieht ja, wie weit das noch ist, ey. Oh, laufen wir so scheiße hier. Wenn ich gleich beim Airfield bin, bin ich ja bei 9 Stunden Aufnahme. Aber ich glaube nicht, dass mir einer ein Auto daher geparkt hat. Na, Hälfte haben wir schon. Und war schon von euch beinahe bei der Gruselhütte und hat sich dolle gegruselt? Ich glaube nicht, ne? Ach, Daniel Hornig hat mir den Tipp gegeben, mit den Zombies durchsuchen reicht. Ich hatte heute das Glück, 3
von 4 Zombies hatten eins. Wow. Der Fußbus ist unterwegs. Schwer bewaffnet wird sie gleich Richtung Airfield gehen. Das ist ja nicht so weit. Das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Aber das muss halt ein bisschen taktisch sein hier, ne? Sie muss urinieren. Lauf, Steffi! Das ist ja ideal. Pipi-Pause. Durch die Leggings pinkeln. Geht das? Habe ich Frauen hier? Im Video als Zuschauer? Kann man durch die Leggings durchpinkeln so? Figur. Ich habe mir letztes Mal eine Dokumentation angeguckt über Bulimie. Ich gucke abends manchmal Dokumentation an. Tab drücken. Und da war auch Mädel, armes Mädel auf jeden Fall, die sich fast bis zu den Tod gehungert hat und immer Sport macht. Egal wann sie, egal wo sie ist, sie macht irgendwann Kniebeuge, irgendwas, damit sie bloß nicht ein Gramm Gewicht zunimmt. Das haben nicht mal die Psychologen geschafft. Wo bist du denn? Immer. Das ist doch kacke. Wenn ich jetzt Tipps gebe, wo ich bin, dann kommen die, natzen mich um, lachen sich tot und das war's. Ich kriege ja keinen Tipp, wo die sind. Er holt mich ab. Wir müssen auf den Turm klettern, auf der Fabrik. Und von dort auf snipen wir dann auf den Spielern. Schon wieder. Oh. Gibt's eigentlich auch? Wird ja wesentlich schneller gehen. Das ist sehr aufwendig jetzt. Ne? So mit dem Auto wäre ich schon zweimal zu Hause gewesen. Alles notiert, gepackt, gemacht, getan hätte ich schon. Es ist nicht mehr allzu weit. Na komm, gut, Gummi. Zu Hause ist es. Aber nur kurz. Bisschen was sortieren. Was ich brauche, kann weg. Und dann geht's rund.
Fuß hat ja schon seinen Charme irgendwie. Dann ist die Steffi immer so lange weg von zu Hause. Zelte sind aber neu, oder? Was ist das denn für eine Feuerstelle? Knack mich. Ach, guck mal. Steffis Trainingstüren. Cool. Seit wann gibt's denn hier so ein... Oh. Hallo? Moin. Hast du mal Feuer? Hab ich leider gerade gar nicht. Wer bist du? Bist du der Graf? Ja, natürlich. Ja, ich wollte mich jetzt auf den Weg machen gleich, zum Airfield. Aber wenn du schon mal da bist, warte kurz. Ja, ich nehme mich gerne mit. Ich hatte ja eigentlich vor, jetzt auf deinen Kopf ein Kopfgeld auszusetzen, aber so nehme ich dich natürlich auch gerne mit. Ey, ich habe wieder ein Auto. Jo, haben sie das wiedergebracht? Wahrscheinlich nicht, warte mal. Nee, ist als leer, ist ein neues. So. Der Piet hat aber wieder ganze Arbeit geleistet. Ja, ich habe das schon gesehen. Der Piet war fleißig. Da wollte ich gar nicht dran. Wir wollen wegpacken, damit wir... Nahrung, Bauzeugs. So. Ich sortiere einfach nur doof weg jetzt. Ja, mal kurz, nicht wundern. So. Ich glaube, mir wundert sich eh keiner mehr. Da sind sie! Warum stehen da nur Prozente dran? Aber alle voll. Gut, gut, gut. Das ist aufgemodelt damit. Ein Schalli fehlt mir noch. Muss ich die einmal bewegen? Guck mal. Wie doof, das ist doch wieder... Das ist doch auch ein Bug. Ich habe Angst, dass ich gleich eine Langwaffe rausnehme. Fatal Error. Bisschen Metallschrott, ist egal. Das bauen wir gleich irgendwo. Hier können wir hinstellen. Blödsinn. Tue ich mal hier rein. So, Nahrung, Bauzeugs. So. So, einmal so ein Ding da anzünden müssen wir aber gleich. Auf Arsch. So. Der leuchtet sogar. Ich habe mir meinen Sohn auch einen Kürbis geschnitzt. Fand ich wichtig. Jetzt habe ich dabei die Schrot, die kommt ins Auto. Hier haben wir noch eine Spezialkiste und jetzt geht's los. Das will ich nicht mitnehmen. Und kein Fatal Error. Respekt. Zieht euch das rein hier. Wartet. Das müsste klappen. Und das ist ja eine Waffe. Warte mal, müssen wir das Auge noch wegpacken? Kuddelmuddel ich hier mache. Ich will Action erleben. Falsch. Das kommt weg. Hier. Episch, oder? Episch. Ich
habe aber nicht viel Sniper Magazine, kann das sein? Doch. Voll fast. So. Sorry. Dauert alles ein bisschen bei mir heute. Bin ich der Schnellste? Gut, nochmal was abchecken. Oh, ich mag es, dass das abstürzt. Ist auch noch Muni drinne. Davon haben wir aber wirklich nicht viele, glaube ich, ne? Ja, man sieht es ja leider nicht. Danke, Bugs. Da, 19. Da steht ja 0. 0. Das läuft. So, das Scope wechseln wir aus. Ich werfe das mal jetzt hier rein. Bereite mich halt vor. Hä? Ach, Russisch, ne? Ich bin so lahm. Fährt er hin? So, habe ich jetzt alles oder habe ich ja die Hälfte vergessen? Wer bist du jetzt? Immer noch der Graf. Okay, man erkennt es halt nicht. Hast du Feuer? Mach mal so ein Ding an hier. Ja, ich habe es gerade probiert. Warte mal, Feuer liegt hier, aber das kannst du nicht anmachen. Das kannst du auch nicht füllen mit diesen Wundenloks. Hattest du das gerade gebaut? Nö, das war wohl der Piet oder so. Also, kannst du irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Das kannst du nicht füllen, aber das kannst du auch nicht anmachen irgendwie. Kein Schimmer. Ich hab's probiert, also bei mir geht's nicht. Das ist alles noch hier grau unterlegt. Aber bauen kannst du es, dann muss man es eigentlich auch anmachen können, oder nicht? Bauenfeier. Tatsächlich, man kann es bauen. Aber ich habe auch jetzt gerade erst durch Zufall gesehen, wo ich das gesehen habe, habe ich geguckt. Ich so, aha. Small Woodlock. Small Woodlock. Sag mal, diese Freddy-Maske, na, wo kriege ich die eigentlich her? Kann man die finden? Weil die kann ich nicht bauen. Ich, weiß ich nicht. Bist du Porter? Ja. Dann weiß ich auch nicht. Ja, wollt ihr mich zum Airfield fahren? Ja, auf jeden Fall. Wir können dich auch ruhig für deine Loot-Tour ein bisschen saven, außer Entfernung. Okay. Zumindest versuchen. Total selten gefahren. Bitte?
fährst ja fast so gut wie ich. Ja, irgendwie driftet der gerade, obwohl das nicht soll. Meint ihr, ist jemand überhaupt? Also wir sind hier gerade einmal drüber gefahren, die Tore sind alle noch zu. Ich halte mich an der Rückenlehne von dir fest, das sieht ja cool aus. Die Karre ist so ultra laut, man hört gar nichts. Danke, Crossfire. Alles gut bei euch? Ja, sicher, immer. Kauf ich. Die Mechs hier auf dem Flugfeld, die sind ja noch relativ harmlos. Ja, das stimmt. Falsche. Bei dem neuen Airfield sieht das schon ganz anders aus. Der passt halt gut. Ich drop mal alles raus, was hier so drin ist. Zack, das geht ganz gut, ne, mit dem Zusammenlooten. Hier liegt noch ein Rissadapter MP5 Magazin. Den brauche ich gerade nicht. Okay. Weißt du, wo Action ist hier? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Also, ich sag mal, ich hatte in den letzten Tagen, hatte ich in C3 Stadt immer richtig Action. Also da habe ich aus innerhalb von 10 Minuten zwei Leute aus den Autos rausgeschossen und da hier laufen Nightjoker, Las Miranda und sowas auch mal oft rum. Die haben ja da oben ihre Base. Da können wir ja mal hinfahren in der Nähe. Ja, können wir gerne machen. Wolltest du hier noch die anderen Hangars eben looten? Mal schauen, was hier so gibt. Oh, hier. Ach, die sind immer so schlecht, ne, die Westen. Wir waren doch gerade zu dritt. Wo ist der dritte? Im letzten Hangar. Okay, ich weiß, wo er ist. Und ZF fürs Kach 90. Oder die, den Aufsatz, der gefällt mir nicht so. Ist ja eine deutsche Waffe, ne? Muss er hier. Jetzt weiß wirklich Scope drauf gehen. Oh, schade. Alles gut? Ja, alles gut. Ah, Mensch. Du kannst die Mechs ja runterschrauben in der Stärke. Aber dann sind die so lame. Ich habe das schon mal auf einem anderen Server gesehen, da hat der geschossen und geschossen und geschossen. Du konntest einfach neben den stehen bleiben. Ja, wir hatten das früher auch auf dem Server, wo wir vorher waren, da hatten sie die auch mal runtergestellt. Das schockt aber nicht, also dann besser so. Du kannst sie ja auch zum Beispiel mit, ich glaube,
150 Shotgun kannst du dir kaputt schießen, ne? Das haben wir ja schon ein paar Mal geschafft. Naja, genau, deswegen. Also C3 statt oder wohin? Ja. Wäre ich dafür. Jo, dann lass uns mal los. Wenn der Mech gleich in eine andere Richtung läuft. Also die Westen, die taugen gar nichts mehr, die wir anhaben. Welche, diese schwere Schutzpanzerung? Sind alle schwächer geworden. Okay. Und diese Tactical Armored Weste, die geht jetzt besser? Nö. Das ist relativ doof jetzt. Ja, dann lassen wir mal in den Hangar gehen. Oh, einen Treffer abbekommen. Ich renn. Irgendeiner hat einen Treffer abgekriegt. Ich. Du bist doch irgendwie so ein Mechmagnet, ne? Ich weiß auch nicht. Das ist voll unnormal. Hatten wir irgendwo Kleidung? Ich habe nicht mal ein Messer, ne? Ich habe schlauerweise mal keine Bandagen mit. Eine habe ich. Aber wir können auch irgendwelche machen hier aus der Bauchtasche. Spannung. Action. Und Tim kriegt natürlich wieder einen Treffer ab. Da der Mechas durch Auto hat er mich getroffen. Keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Ach, Hypermech. Ich hab dir nur eine Bandage gedroppt. Kannst ja vorsichtig aber mitnehmen. Tim, der Mech. Steffi, der Mech, mein Gott. Söldner sitzen hier. Ja. Da flattern die Haare im Wind. So, dann lass uns mal kutschieren. Ne? Quer durch den Wald, das macht man doch nicht. Das habe ich mir bei Timmy abgeguckt. Und Steffi hält sich gut fest, ey. Ego geht auch. Wow. Also Ego ist das noch krasser. Wow, Alter! Aber blöd, dass man keine Waffe nehmen kann im Fahren. Kannst du. Du kannst dich hinten drauf knien. Kannst ja mal ausprobieren. Wenn du drauf springst so. Und dich nicht hinsetzt in das Auto, dann kannst du hinten drauf stehen bleiben und eine Waffe ziehen. So, jetzt hock dich mal hin. Und jetzt kannst du eine Waffe ziehen. Und dann kannst du auch während der Fahrt schießen. Du bleibst auch drauf, nur das backt ab und zu hin und her. Ich bin ein Gunner. Das kann sein, dass das gleich so aussieht, als ob du runterfließt und blutest. Ist aber nicht der Fall. Das mit den Haaren ist echt nicht geil. Okay, scheint zu funktionieren. Das haben sie wohl gefixt mittlerweile. Ich hock gut drauf. Und noch ein Abonnent. Maldral, danke schön. Ich wollte nicht schießen, ich wollte nur auf Einzelfeuer machen. Ist ja gar nichts mehr. Steffi tut mit ihren perfekten Hintern das alles ausbalancieren hier. Perfekt sogar. Ja, das sieht echt nice aus. Sie steht da einfach nur
ganz schnell drauf. Aber so ist echt von Vorteil, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, zwei hocken hinten drauf und können direkt schießen. Aha, und mit hinstellen geht das auch? Musst du ausprobieren, weiß ich nicht. Wuhu, ja, ich kann fliegen! Das ist die Basis von... Ich weiß natürlich nicht, wie es aussieht, wenn wir jetzt einen Überschlag machen. Das wird ungesund. Ach, wisst ihr was, wir machen erstmal einen Poise, genau. Ja, das ist auch sehr geil. Ich sehe gar nichts. René, machen wir Garage auf. Ich kack dir noch schnell im Kofferraum. Das machen wir. Ich komme hier nur gar nicht mehr raus, sehe ich gerade. Hä? Du bist irgendwie im Dach. Ah, dran vorbeikriechen geht. Okay, will einer eine also Banane? Hier, eine Banane? Oh, frisch aus Steffis Hintern. Eine Arschbanane, jawohl. Ich weiß nicht, wie sie das reingemacht hat. Mm, die schmeckt aber sehr lecker. Aber wie gesagt, hier in C3 ist auch oft Sniperbeschuss aus dem Wald von Freddy, ne? Ich komm nicht so wirklich raus. Kommst du nicht raus? Warte mal. Ich kann doch nie einsteigen. Ja, ich fahr noch mal eben raus. Hä? So. Falscher Platz. Ja, so sollte man Autos verstecken. Das ist schlau. Ja, ich sag mal so, einer von uns safet immer ein Auto, wenn wir gerade unterwegs sind. Das ist auf jeden Fall Nummer sicher, wenn man hier unterwegs ist. Warte mal, lass mich dich mal bitte annehmen, sonst bin ich nämlich aus unserem Team raus. So ist nämlich besser. Nicht, dass ich auf euch schieß. Ja, genau. Ja, theoretisch könnten wir mal bei unserer Base vorbei. Ah. Hier gibt es übrigens zwei Häuser, die geclaimed sind, wo du aber trotzdem rein kannst. Ne? Okay. Das ist Trick 17. Kannst du übers Fenster reinklettern. Hm. Also oben von der Polizeistation hast du zum Beispiel einen super Sniper-Ausblick auf die Base von Nightjoker. Oh, auf eine Basis schießt man, ist ja gemein. Ah, du, das haben die bei uns auch schon gemacht. Okay. Ja, mein Kopf hängt da noch. Ja, wenn es danach geht, wir hätten unsere ganze Base schon voll pflastern können mit Köpfen. Der Graf. Da scheint ja nichts los zu sein. Da hinten ist der Nightjoker zu Hause. Da. Auf 800 auf was Meter ist das nur. Krass. Aber da fliegt die Kugel ja nicht so schön gerade. Zap, zap, zap.
geschlossen? Okay, was meint er damit? Einbrechen. Das ist das Haus zum Beispiel, wo es geclaimed ist. Okay. Hoppala. Jetzt oben an das Fenster reinklettern. Okay, das ist aber echt Einbrechen. Ja, natürlich. So, ich bin drin. Aber hier ist auch nichts mehr drin. Hier steht nur noch ein Bett drin und eine leere Kiste, die haben wir schon ausgeräumt. Aber ich vermute, dass das auch hier irgendwie Freddy, Nightjoker, Las Miranda, irgendwer von denen so ein Außenposten ist. Bestimmt. Keine Platz für ein improvisiertes Röhrchen. Naja, das ist ein Nachteil, ne, mit der MP5. So. Scheint ja ruhig zu sein hier. Ja, noch. Wir haben 17 Spiele auf dem Server. Echt? Hier kommt immer irgendwer lang. Das ist eine von den Hauptverkehrsstraßen. Ja, stimmt. Ich fahre ja auch oft durch. Also bin ich mal, als ich noch ein Auto hatte. Ich gehe mal auf die Kirche gucken. Die Kirche ist geclaimed. Oh. Verdammt. Aber ich habe hier gestern oder vorgestern war das, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten zwei Leute rausgeschossen. Beide kamen aus der Richtung. Da können wir uns ja ein neues Auto so besorgen. Ah, ich habe ja wieder einen. Ja, ich habe ja von, oh Gott, wie hieß er nochmal? Diesen Pickup, mit dem wir jetzt unterwegs sind, habe ich hier rausgeschossen. Ach, also. Wie hieß der nochmal? Also, mir fällt da gleich wieder ein, wie der hieß. Einfach Geduld haben hier, meinst du? Ja, definitiv. Einfach Geduld haben. Hier findest du immer Autos. Die werden sogar zu dir hingebracht. Frei Haus. Jo. Ja, das Dorf ist wirklich oft besucht, das stimmt. Ich glaube, der ist spät da oben, ne? Zack. Na, spähst du? Ja, ich guck da so ein bisschen in die Base, aber vielleicht kann ich da nicht sehen. Da könnte so einer stehen. Nein. Das ist schwer zu erkennen, ne? Also wenn wir Action wollen, müssen wir nur schreiben, wo wir sind. Ja, dann mach mal. Bin ja nie ganz alleine. Die ist auf dem Weg, der kommt jetzt eben vorbei. Ja, Mensch. Okay. Ja. Ich hab Angst. Nicht nur Mechmagnet bin ich, ich bin auch der Kugelmagnet für alle anderen. Keiner schreibt. Die sind jetzt alle auf dem Weg hierhin. Das heißt, oh. Aber es bringt nichts, so zu gucken, zu warten. Du siehst die Spieler ja nicht.
Was schreibt er? Wir warten. Mir ist mal so gerade aufgefallen, war gar kein Restart jetzt um 12? Tatsächlich? Ach, das ist bestimmt noch die alte Uhrzeit, jetzt ist erst um 1 Restart. Ah, okay, stimmt. Ja, ich habe mich auch gewundert, wo ich raufkam, war Nacht. Naja, ich habe mich auch gerade gewundert. 12.09 Uhr haben wir. Die Schuhe sieht nicht gut aus, ne? Ah, ja, genau, das war er. Don Dalutscher, von dem habe ich das Auto. Den habe ich nämlich rausgeschossen. Oh, der Arme. Klingt interessant. Er war auch 2 Tage lang jetzt auf Versuche. Er hat immer geschrieben, suche ein gutes, gebrauchtes Auto. Dann komm. Okay, ich würde sagen, weil ich eben Voraus aufnehmen muss, ist das die perfekte Situation, dass wir mit dem Grafen und seinem Spannmann in der nächsten Folge hier weitermachen. Auf jeden Fall gibt es mega Spoiler für den Graf, ne? Was sagen sie? Mein Arzt sagt, dass ich allergisch gegen Blei bin. Oh, da ist auch der Dunderlutscher. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Es könnte spannend werden. Bis dann.